Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hoppla. Gucken wir mal, ob wir den Varus kriegen. Kriegen wir natürlich nicht. Wir rennen durch zu Ari und kriegen die. Hey, den haben wir sogar bekommen. Nice. So neue Folge TFT. Weiß noch nicht, was bei rumkommt. Ich glaube, wir werden die Ari vielleicht behalten, wenn wir für White gehen können. Die ist mit der Tickspeed nicht so bad. Außer das verkaufen wir sie, wenn wir jetzt zwei Paare kriegen. Heute kam wieder Kim aus Spandau. Die nächste Folge Kim aus Spandau, die Kim 3 quasi, habe ich wieder verkackt aufzunehmen. Und außerdem fällt TTT diese Woche aus. Am Donnerstag war der Server leider down, wo wir normalerweise aufnehmen. Da haben wir am Samstag einen Nachholtermin gemacht, da waren wir allerdings zu wenige. Das heißt, wundert euch nicht. Stattdessen werde ich vielleicht ohne CSGO aufnehmen, wenn Sonics Zeit hat. Ich weiß aber links noch nicht, ob der Zeit hat. Ansonsten habe ich dieses Beleidigungsvideo mit Maxim tatsächlich schon aufgenommen, aber das kommt erst nächste Woche. Ja, ansonsten habe ich uploadmäßig noch nicht so viel ready. Ich habe heute frei, das heißt, vielleicht mache ich heute ein bisschen was. Wir warten sie mal. Zwei Nieder, das ist sehr, sehr gut. Ansonsten würden wir jetzt verkaufen, Garen Mordekaiser mitnehmen, aber wenn sich Boyd so anbietet, dann gehen wir dafür. Ansonsten halt einfach der Blick auch auf die anderen. Na, das war jetzt viel Knight. Das ist ja aktuell relativ hart Meta. Knight Ranger. Ich spiele mittlerweile Knight Ranger nur noch mit Knights auf 2. Und dann Into Elementals. Kann ich sehr empfehlen. Rank wird nächste Woche hoffentlich kommen. Allerdings ist der PBE scheinbar immer noch sehr buggy. Also ich spiele gar nicht mehr auf dem PBE. Was sich da doch ein bisschen Frustration gestaut hat. Ansonsten Ari 3 sollte man nie gehen. Das schon mal vorweg. Habe sehr viel Frustration damit erlebt, weil sie ultet, ohne Leute zu treffen. Jetzt hätten wir natürlich einen Rapid Fire kennen, wenn wir dafür gehen würden. Ihr das zu geben ist ziemlich dumm, weil dann ultet sie noch schlimmer. Wobei, das ist nicht mehr so, ne? Sie trifft nicht mehr die Unit. Ich glaube, es würde sogar gehen. Dadurch, dass wir hier eine Titanic ready haben, wäre Ganzlinger noch eine Option. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung zumindest, spielen dabei nieder. Die kriegen beide den White Buff. Das heißt, das ist das Stärkste, was wir gerade haben. Ansonsten hätten wir Garen gespielt. Eine der stärksten Tier 1 Units für sich. In der White Beast Combo hast du wenig Nutzen für Attack Speed. Abseits davon, dass du Mana generierst, weil du spielst keinen richtigen Deplay Essler rein. Deswegen spielen manche das auf Nidalee, wenn sie Nidalee 2 kriegen. Um damit frühzeitig die Early Mid Games zu gewinnen. Einer Noble, einer Wild. Anderthalb World, da war noch einer, der Warwick zumindest hatte. Das ist natürlich prinzipiell eine Unit, die wir brauchen. Itemausbeute war jetzt nicht so gut. What? Did he just... Okay. Vielleicht spielt er Open Ford. Vielleicht ist er auch einfach dumm, wir wissen es nicht. Auch jetzt könnten wir natürlich wieder Warwick spielen. Mein Handy geht an. Spannend. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Wobei, es ist nur 100 Damage, ne? Wir warten ihn trotzdem mal, weil Warwick auch ein Brawler ist. Das heißt, auf hier ist das vielleicht eine Option. Könnten die da jetzt den Attack-Speed geben? Ansonsten würde ich jetzt den... Ich nehme den Kasadin mit. Kasadin können wir gut reinspielen, um Richtung Sorcerer zu kommen. Und er profitiert von den Items auch mehr, als es die Nidalee tut. Der hat zum Beispiel seiner Nidalee einfach Rageblade gegeben. Was nicht die dümmste Idee ist. Auch wenn es im ersten Moment natürlich nicht so smart aussieht, aber wir gewinnen die Runde trotzdem. Weil seine Nidalee zu früh stirbt, weil wir Magic Damage machen. Nehmen noch die Tristana mit. Ganzlinger, wie gesagt, immer noch eine Fallback-Option für uns. Allerdings sind wir schon relativ invested in Wild. Wobei, so invested sind wir gar nicht. Es würde noch gehen. Ich werde der Ari keine weiteren Items geben. Außer vielleicht ganz spät in Silence vielleicht. Ja, wir gehen auf jeden Fall auf Wild. Das drängt sich hier schon sehr stark auf. Ansonsten einer Wild. Ist nur einer Wild, ne? Eben waren es noch zwei. Sehr schön. Und auch der ist nicht so weit wie wir. Der geht jetzt für diese Brawler-Kombo. Für uns ist das fein, wenn der Ari hooken würde. Sonst könnten wir jetzt noch verstellen. Allein deswegen ist es immer worth, andere Lineups anzugucken. Das ist der Noble-Spieler, ne? Ich weiß nicht, ob wir gegen den gewinnen. Der Buff ist auf der Vayne. Das ist gar nicht so schlimm für uns. Das Problem ist, dass die Nieder nicht ihren Heroes kriegen. Ah doch, sie kriegt den Heroes. Dann gewinnen wir.
Das wäre nur problematisch geworden, wenn die da nicht healt. So ist es. Sind wir ziemlich, ziemlich free. Wir wollen ja immer noch ganz länger als Option haben, aber die Option werden wir gleich weggeben, um auf 10 zu kommen. Ich frage, ob wir jetzt Kassadin spielen oder ob wir Blitzcrank spielen für Brawler. 300 Bonus-Health ist halt echt viel, wenn man beachtet, dass sowas wie Ahri nur 450 hat. Wow. Sie hätten so viele Tristanas in den Popo bekommen. Aber es ist nicht worth. Es geht halt niemand ganz länger, aber es geht halt auch niemand wild. Ne, ich gehe lieber für die Echo. Können wir mitnehmen. Hat einfach keinen Nachteil. For some reason hat mein Blitzcrank nicht gehookt. Der gegen Assassins hat er immer so ein bisschen Probleme zu hooken. Ich habe nicht ganz verstanden, woran das liegt, aber passiert leider öfter. Ah, super ärgerlich. Dann hätte ich Blitzcrank nicht aufstellen sollen. Hätte ich mit Kassadin mehr gemacht. Das, aber wir haben unser Ausgangsteil fürs Karussell. Das ist dramatisch besser geworden. Morellos wäre ganz nett vielleicht. Ansonsten vielleicht sogar für eine Unit gehen. Oder dafür Sorcerer erschaffen zu können, wäre hinten raus echt gut. Oh, so viel mehr, besser ist es gar nicht geworden. Können wir doch nicht für die besten Units gucken. Tier für Static. Hey, wir nehmen AP mit. Wir könnten dann auch Morellos bauen jetzt. Vielleicht für die Ahri, aber ich glaube, das Morellos. Ich glaube, wir geben weiterhin noch keine Items. Wir könnten dem Kassadin eine Attack Speed geben. Wir könnten ihr natürlich auch ein Rageblade geben, aber das ist jetzt wirklich nicht so worth. Machen den Kassadin einfach zu einer absoluten Unit. Wir könnten die beiden verkaufen, kommen allerdings auf 24, das hilft uns nicht. Sollten eigentlich recht strong sein, ne? Nida und Warwick. Wir sind halt sehr davon abhängig, den Nah zu treffen. Er ist wieder da, er spielt tatsächlich Open Forward. Weird ist Open Forward, ne? Ich meine, er ist auch nur auf 20. Er müsste eigentlich gerade auf 30 sein. Naja, für uns absolut entspannt. Open Forward Spieler gehen meistens Elemente-Hits hinten raus. Das schränkt uns eigentlich auch nicht ein. Du kannst nicht wide gehen, wenn du Open Forward spielst. Nehmen die Lulu mit. Die gibt uns Sorcerer und mit Nah und Veigar später zusammen könnten wir noch für Elementals gehen. Überlegen wir, ob wir den jetzt verkaufen und dafür Lulu spielen. Ist immer noch nur einer, der wild geht. Der wird auf jeden Fall Shapeshifter gehen, weil der die Liste auf der Bank gucken. Das ist immer noch unser Noble Boy, aber unser Noble Boy hat alle jetzt auf 2. Und der hat auch noch ein Varus. Und unser Ahri hat wieder mal ein bisschen getrollt mit der Ult. Das wird dann natürlich schwer. Plus unser Kassadin hat nicht den Garen angegriffen. Also insgesamt haben wir zweimal gegen denselben Typen verloren. Ist ein bisschen ärgerlich, aber sowas passiert. Boah, gehen wir auf 40 Green? Ich will, dass Nidalee den ersten tankt, damit sie auf jeden Fall ultet. Weil sie dann genug Damage kriegt, aber den trotzdem tanken kann. Warwick die beiden anderen ultet und dann im Best Case den Heal von Nida bekommt. Das wäre sehr schön. Das wäre so der Ideal Case.
Wird niederulten. Ja, der Bonus-Attack-Speed ist auf jeden Fall da. Es kommt auch noch die Lulu. Das lief alles sehr, sehr perfekt. Also gerade in diesen PvE-Rounds kann man doch nochmal mit einer Aufstellung ein bisschen was rausholen. Lulu wird auch noch eine Ult rauskriegen. Noch Morellos. Oh, sehe ich jetzt gerade noch nicht. Kann hinten raus natürlich interessant werden, wenn wir für Aurelion oder sowas gehen. Ich glaube, wir spielen das mit vorne High Echo aus. Oder wir rollen ja. Ah, dadurch, dass keiner geht, sollten wir eigentlich rollen. Also dafür, dass keiner White geht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Whites kriegst, halt recht hoch. Oh shit, da war ein Warwick. Bisschen weird. Was wir kriegen, ist nicht unbedingt das, was ich jetzt erwartet hätte. Weird. Na gut, wir haben nicht so viel bekommen, wie ich mir jetzt erhofft hätte. Und haben unser Eco komplett aufgegeben für ein Lineup, in dem wir jetzt nicht instant gewinnen werden. Lulu ist jetzt auf jeden Fall unser Carry. Das heißt, wir werden Lulu gleich ein Feld weiter nach hinten stellen. Doch alle Items in naher Zukunft werden auf Lulu fallen. Sie hat die Runde schon mega hart gecarried. Was verändern? Ich meine, wir könnten auf 4er White jetzt gehen. Um der Lulu noch mehr Attack Speed zu geben. Dadurch, also die einzige, die davon jetzt gerade profitiert, ist Lulu. Weil White zählt so oder so für alle White Dudes und jetzt halt für alle. Könnt ihr noch mehr AP geben, aber ich glaube, das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ihr noch ein Spear geben. Wir hätten eben auch noch eine Lulu, die ich nicht genommen habe. Die hätte ich wahrscheinlich nehmen sollen. Lulu 3 ist durchaus eine Option für uns hier. Ansonsten sind wir halt eben davon abhängig, den Nah irgendwann zu hitten. Ja, jetzt White halt eben nur, damit Lulu noch mehr Attack Speed kriegt, weil sie jetzt ja nicht nur über das Rageblade quasi Bonus Attack Speed bekommt, sondern halt eben auch über den White Bonus. Das heißt, das stackt natürlich auch ein bisschen miteinander. Sie kriegt noch eine Ult raus. Auch wenn die nichts gebracht hat und die eine Ult auch keinen Knockup verursacht hat, ist Lulu gerade klare MVP. Lulu ist so gut, ja. Ich bin so ein Freund von Lulu. Können jetzt eine Vayne reinnehmen. Just because we can. Könnte natürlich auch Elise mitnehmen für Shapeshifter, aber ich bin kein Fan von Elise. Elise ist einfach nicht so strong. Ich würde lieber noch einen Sorcerer reinnehmen. Ich würde jetzt gerne einen Veigar nehmen, wenn ich ihn kriegen würde. Ja, ansonsten würde ich jetzt nicht mehr rollen, bis ich wieder auf 50 bin wahrscheinlich. Ich glaube, wir können das echt lange spielen mit dem Lineup. Sollte gegen die meisten Lineups gerade bestehen können. Ist ein bisschen unlucky, dass wir keine T3-Unit haben. Unser Warwick tankt leider nie lang genug, damit Lulu eine Ult auf ihn rauskriegt. Oh, Lulu wird sterben. Das ist ein Problem für uns. Das könnten wir immer noch verlieren. Ach, fucking hell, ey. Bisschen unlucky, muss man sagen, aber das passiert schon mal. Oh, fuck. Aber keiner hat einen... Ah, doch, Nah ist immer eine interessante Unit. Aber es kann trotzdem sein, dass der Nah bis zu uns durchkommt. Aber die anderen Items sind nicht so attraktiv, ne? Vielleicht würde ich die Lulu dann nehmen. Könnte ich langfristig eine Rabe dann ins Lulu spielen. Der Cho wäre auch eine Option. Wir kriegen den Nah. Mega gut. Das ist halt der Vorteil daran, wenn sonst keiner White geht. Ich stelle aber auch nicht ganz, dass der nach mir picken durfte. Das ist schon ein bisschen unlucky, ne? Dieselben Sachen im Endeffekt. Wir könnten Red Buff nachspielen. So, das heißt, dadurch, dass wir nah bekommen haben, sind wir jetzt deutlich stärker. Aber wir könnten ihnen auch Locket geben.
Ja, gehen wir in Locket. Können die Rengars verkaufen, weil wir den Warwick gehittet haben. Haben Locket, das ist natürlich auf nahe jetzt nicht insane krass, aber ist trotzdem immer noch recht strong. Jeder hat den hier rausbekommen. Fiora, derjenige mit Noble Buff ist down. Die Nahe Ultimate ist ziemlich troll. Hat leider überhaupt nichts gebracht. Plus Ahri hat ihre Ult wieder rausgetrollt. Schade. Ja, das ist ein bisschen Anarchie, ne? Ahri ist jetzt so eine Shit-Unit, was die Ult angeht. Wir nehmen auf jeden Fall den Veigar mit. Können wir Veigar jetzt schon spielen? Ne. Auf 6 können wir Veigar spielen, haben dann Sorcerer und Yordle. Das ist aber auf jeden Fall stark. Ja, den Fight da gewinnen wir, wenn Ahri nicht mit der Ult heult und Gnar das richtige Target ultet. Dann gewinnen wir die Fights da. Hiernach kommt die Creep Round. Ein Spear für Ludo. Das wäre gerade so mit das Interessanteste. Assassins, allerdings ohne großen Pull, aber es reicht trotzdem leider. Auch hier wieder die Ahri-Ult. Ich möchte es suboptimal nennen. Unser Warwick 3 ist allerdings für Assassins echt nicht so einfach zu killen. Na gut, die Ahri-Ult war sogar fein. Das sah jetzt ein bisschen trollmäßig aus, aber. Oh, der ist schon raus, der Fug. Sad für ihn. Okay, es fehlen immer noch 3 Nidalees. Das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass wir die noch kriegen, aber wir nehmen sie natürlich trotzdem mit. Du kannst den auch für 3 verkaufen, das heißt, du hast keinen Verlust. Wir haben 2 Ludus noch. Wir haben immer noch den Veigar. Der Veigar ist natürlich 1. Das ist jetzt nicht so mega krass. Hier ist jemand Demon, der uns eine Lulu klaut. Hier ist jemand, der Aurelion geht. Ein Ranger. Ein Ganzlinger Ranger. Noch ein Ranger. Ranger ist halt hart Meta gerade, ne? Aber auch gerade da hilft uns Yordle weiter. Das heißt, unsere Combo wird recht gut werden. Na, wird wieder nicht ulten. Sollten die Runde aber trotzdem easy holen. Warmogs. Ah. Gerade vergessen, was hier raus wird. Tick Speed für alle. I mean, why not? Er wird so ein kleiner Embracer hier. Wir könnten jetzt hochgehen, aber wir haben keinen Winning Streak, ne? Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt hochgehen. Ja. Ah, wir hätten ihn hier hinstellen sollen. Krieg jetzt gerade die Boni nicht. Aber dadurch haben wir jetzt nochmal Sorcerer. Sind unser Kopf tatsächlich gar nicht so krass. Aber vor allem Yordle. Ihr seht das gerade, ne? Der Veigar hat gerade getankt. Und das echt lange. Und unser Gnar sollte eigentlich natürlich CC'd werden, aber dadurch, dass er eben Yordle ist, blockt er viel von diesem scheiß Eis-Glacier-Zeug, was hier rumfliegt. Und auch unsere Lulu ist hier tatsächlich in der Lage, über den Yordle-Buff die Runde zu holen. Plus, wir kriegen jetzt 8. Das heißt, wenn wir die Runde gewinnen und die nächste Runde gewinnen, dann ist es fein. Vom Gold her. Das ist allerdings jetzt eh egal, weil wir die Ahri 2 geholt haben. Ja, unser Gnar wird langfristig halt nicht das beste Positioning haben. Ich kann nicht langfristig alle treffen und er immer noch Frontline stehend haben. But it's fine right now. Worauf hoffen wir im Roll? Eigentlich auf einen Aurelion, aber. Ah ne, der hat Aurelion 1. Okay. Das ist der Demon-Spieler. Recht unangenehm für uns, aber dadurch, dass wir Attack-Speed stacken, ist auch das fein. Weil auch wenn bei mir nichts ultet, das ist ein Assassin-Brand, habe ich das richtig gesehen? What the fuck? Why would you build that? Ja, und jetzt sind halt alle unsere Units vollgestackt mit Attack-Speed. Also er war kurz vorm Sterben und wollte ihn einfach noch Spaß haben wahrscheinlich. Wir müssen die Kindred wegnehmen, glaube ich. Ah, der hat schon Kindred 2.
Disgusting. Die hat Kindred 1. Die klauen sich alle die Units weg. Die bauen quasi alle Ranger Knight. Oder zumindest Ranger. Und einer geht noch Assassin und ich gehe Wild Sorcerer Yordle. Das ist eine sehr gute Antwort. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie du. Ich meine, ich bin ja recht früher Förder gegangen, bevor ich das gesehen habe, aber Yordle ist ja genau die einzige Antwort, die mein Bild quasi hat. Was der für den Aurelion geht, ist auf dem Papier sehr nice. In der Praxis gibt er ihn einfach nur Mana. Die Nah-Ult wird wieder ein bisschen trollen, aber die Triggered-Ult von ihm hat er nicht hart getrollt. Das heißt, am Ende steht die Kündet, die aus ihrer eigenen Ult rausläuft. Ich glaube, wenn er das besser aufstellt, also wenn er Kindred nicht in die Ecke stellt, sondern weiter nach vorne, damit sie mehr Leute ultet, dann kann er die Runde holen. Nichts wirklich Interessantes für uns. Itemmäßig. Und generell. Immer den Brand. Ja, AP ist ganz gut. Ich könnte Double Locket auf Nah gehen. Plus Brand ist eine 4er-Unit. Das heißt, die gibt mir recht viel Gold gerade. Kriegen nochmal den Nah. Das ist schon mal schön. Wir werden jetzt hier auch zweimal rerollen. Na gut, komm, fuck it. Immer noch die Frage, ob wir einen Morellus brauchen. Ich glaube nicht unbedingt. Ja, ein Draven ist einfach eine Win Condition in sich. Das heißt, wir nehmen ihn hier mit, ohne dass er wirklich Synergy hat. Weil wir die nächste Runde. Ja, doch, wir behalten Kindred so oder so. Erstmal, einfach weil wir so vielen Leuten damit gleichzeitig schaden können. Und es ist sehr gut, dass wir den Warwick 3 haben. Wenn der Warwick nicht 3 wäre, hätten wir nie einen Tank da vorne. Auch gegen den Assassin Boy ist übrigens Yordle ziemlich strong. So, jetzt ein bisschen unlucky, dass Nah während seiner Ult gestorben ist. Ansonsten hätten wir deutlich mehr machen können. Das Witzige ist, wir gewinnen die Runde. What the fuck? Lulu, einfach insane am Carryen. Sehr schön. Ja, Yordle ist mega gut hier. Das dürfen wir nicht aufgeben. Ich denke, dass das deswegen passiert ist. Wir werden die Runde jetzt einfach chillen. Wir müssen danach wahrscheinlich ein Level hochgehen. Dass die Fiora da vorne den Buff verzackt ein bisschen. Frag mich, wen sie geheilt hat, die Nidalee noch. Oh mein Gott. Okay, Nah ist leider gestorben. Ich meine, wenn die Fiora da nicht den Buff hätte, wäre es ziemlich fein, ne? Ach so, ist es witzig. Weil Ludo halt so selten gehittet wird. But it hurts. It hurts really, really bad. Wir nehmen die Lies mit, scheiß drauf. Soll sich ja nicht komplett alles verbauen. Nächste Runde können wir ein Level hochgehen, aber wir haben halt nicht den krassen Power Spike, ne? Was wir machen können, ist entweder die Lies draufstellen für Shapeshifter. Was okay ist, weil es den Nah vor allem hilft. Wir können Double Lulu spielen. Double Lulu ist wahrscheinlich das Beste, was wir spielen können. Oder wir spielen halt den Draven. Aber für den Draven haben wir auch keine Items. Das heißt, der wird nicht so krass sein, wie man sich das vielleicht vorstellt. Trotzdem wäre ein Draven 2 einfach noch eine Option für ein bisschen mehr DPS, den wir aktuell nicht haben. Wir haben noch viele Upgrade-Möglichkeiten. Nah 2, Vaga 2. In der Theorie auch immer noch Nidalee 3, aber ich denke, die werden wir nicht kriegen. Lulu 3. Lulu 3 wäre natürlich insane. Aber Nah 2 wäre wahrscheinlich gerade das für uns Wichtigste. Weil der Typ muss ja noch ein bisschen mehr böllern, als er aktuell tut. Bisschen weirde Items bekommen. Okay.
I guess it's this now. Oh, wir könnten die Shyvana mitnehmen, by the way. Das hätte ich gar nicht gemerkt, wenn ich nicht versucht hätte, Leuten Items zu geben. Was ist mein Draven? Was macht mein Draven da hinten? Hat der einen Blitzcrank aufgestellt gehabt, den ich nicht gesehen habe? Das ist ganz witzig. Ich glaube, wenn mein Draven vorne wäre, würde er gar kein Damage machen können. So hat er zwar die ganze Zeit eine Kindred-Ult, aber er wird den Fight einfach am Ende aufräumen können. Weil sein Positioning besser ist. Sorry, Bro. Das war ein ziemlicher Flop für ihn. Oh, ein Reroll können wir. Ja. Ne, hier unser Freund, der Weiger, der ist immer noch nicht so wirklich strong. Wenn die Shyvana 2 würde ich sie spielen statt die Draven? Ich glaube nicht. Wir könnten der Lulu noch eine Tier geben, aber ist jetzt auch nicht so geil. Wir könnten Nah ein Tier geben. Und ihn Redemption dadurch bauen. Aber Redemption ist jetzt in der Phase auch nicht mehr so stark. Das heißt, wir behalten die Items lieber. Wir wollen hier mit einem Bloodthirster machen oder da mit einem Spear. Noble Buff trifft die Ashe. Oh, unser Nah konnte wieder nicht ulten. Aber jetzt ist halt der Unterschied, dass wir diesmal halt einen Draven haben. Das heißt, diesmal haben wir halt quasi am Ende noch DPS, wo wir davor nie welchen hatten. Bisschen unlucky der Crit gerade. Wenn der Crit von der Vayne nicht kommt, dann überlebt die Lulu. Oder wenn sie den Crit dodgt. Er hat ja kein Rapid Fire Cannon gebaut. Das ist relativ dumm, wenn du siehst, du spielst gegen Yordle. What? Okay. Vielleicht kriegen wir doch noch eine Ahri 3. Eigentlich gehe ich für Ahri 3 nicht, ne? Habe jetzt eigentlich vorgenommen, nie wieder zu gehen, aber manchmal kommt es halt einfach. Und dann kannst du auch nicht so viel dagegen machen. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Wir holen uns gleich ein BF für Spear für Lulu. Oder wir holen uns eine Armor für Double Locket auf ein A. Ich denke, beides ist fein. Ganz schön beefy der Boy. Alter. Okay, for some reason verhält sich mein Draven wie ein Assassin. What the fuck? Mein Draven springt einfach in die Annie Backline. Dann hat er eben auch gar kein Brand Assassin gespielt, sondern selben Bug gehabt. What the fuck? So, das ist jetzt tricky. Swain wäre sehr cool für Shapeshifter, aber Nah 3 wäre natürlich auch sick. Es ist nicht mehr tricky, es ist nur noch der Swain. Swain ist deswegen auch so gut, weil wir dann auch noch Imperial kriegen, weil wir den Draven haben. Das heißt, das macht unsere Comp gerade super strong auf dem nächsten Level. Wir werden deswegen auch aufhören zu rollen und anfangen zu leveln, weil das nächste Level jetzt für uns einen ziemlich, ziemlich, ziemlich harten Power Spike hat. Mal, wenn wir den stellen, können wir den gerade statt irgendwas stellen? Wir könnten ihn statt den Draven schon mal stellen. Ich glaube, es macht nicht den großen Unterschied. Das heißt, Double Tier für Swain wäre wahrscheinlich ganz nett und den dann auch noch Morellos geben. Double Tier Morellos. Seht ihr mal einen Draven? Ob Blaze anstrengend ist? Nein, wie kommt ihr drauf? Ich muss ziemlich all in, ne? Ich kann auch hoffen, dass ich die Runde noch überlebe. Aber wir werden die Shyvana nicht mehr spielen. Ah, fuck it.
Der ist jetzt ziemlich wichtig. Ich glaube, der ist wichtiger als Ahri. To be honest. Ich glaube, der sollte ein bisschen weiter hinten stehen. Der fängt jetzt schon mit gut Mana an. Aber er braucht natürlich noch ein bisschen mehr. Jetzt springt mein Draven wieder zu denen, ne? Okay, da muss ich meinen Draven auf jeden Fall anders stellen. Wenn er eine auf Assassin machen will, ist das ziemlich fein. So, jetzt mein Swain proc Morellos auf alle Units. Woher der Bug auf dem Live-Server kommt, weiß ich jetzt aber gar nicht. Ne? Auf dem PBE würde ich sowas erwarten, aber auf dem Live-Server. Die letzten Tage sah eigentlich immer alles recht stable aus. Oh, ich denke, das ist fein so. Der soll die drei killen und der Rest killt ihn. Ich könnte die Ahri noch zum Suicide rüberschicken, damit die Ludo früher attackiert. Uns fehlen noch zwei Lulus. Werden wir den hier überhaupt noch spielen? Wenn er irgendwie auf 9 kommt, würden wir ihn spielen. Oder wenn wir ihn 2 kriegen, was durchaus möglich ist, weil ja niemand dafür geht. Ich warte jetzt eigentlich nicht, dass wir das verlieren. Tun wir auch nicht. Okay. MR kriegen wir noch rein. Unser Ludo ist immer noch unser Carry, das heißt, die steht immer noch da. Ansonsten der Draven, dadurch, dass der eh wegspringt, kann ich den auch da einstellen. Ich glaube, ich gehe jetzt schon auf 40. Okay, das ist nice. Okay, unser Swain wird jetzt auf jeden Fall unser Hauptcarry hier. Hat zumindest unsere Items bekommen und sollte damit auch was machen können. Ist natürlich im eher ne, kein Damage zu kriegen von der mehr Units ist besser, wenn mehr Leute für Mages gehen. Die gehen alle für Ranger, aber wir sollten trotzdem ziemlich unstoppable sein, dadurch, dass wir jetzt den Nah haben und wir haben immer noch gute Entwicklungsschritte vor uns. Ja. Ich glaube, wir können auf 50 bleiben, ne? Das heißt, wir können in der Theorie könnten wir tatsächlich noch eine Unit mehr spielen. Das wäre dann wahrscheinlich der Aurelion. Also wenn wir den Aurelion 2 kriegen, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, weil keiner dafür geht. Vor allem Imperial auch noch hier drin zu haben, ist echt sweet ass, ey. Er hat noch nicht 6er Noble gehittet, das heißt, er sollte eigentlich keine Chance haben. Das hängt immer ein bisschen davon ab. Was unser Backline Draven ist halt echt ein bisschen weird. Aber er macht das sehr, sehr gut. Und unser Swain ist halt auf jeden Fall der Carry. Oh mein Gott. Jetzt würde ich eher für Level gucken. Weil wir tatsächlich ja noch den Aurelion stellen können. Double Demon wäre vielleicht doch ganz nett, aber die haben jetzt auch keine wirklichen CC-Units da vorne drin. Das heißt, wir leveln jetzt einfach 2 Runden und spielen da den Aurelion 1 oder hoffentlich 2. Da kriegt der Noble Buff bei ihm. Imperial kriegt unser Draven, der diesmal nicht jumpt. Okay. Scheint recht random. Oh, die Nahuid into Swain is delicious. Ja, ein Phantom Dance, aber das hilft ihn hier auf jeden Fall nicht. Das heißt, am Ende wird es ein 1 gegen 1 hier. Erhöht natürlich nochmal die Chance, dass wir bekommen, was wir wollen. Unser Fall ist das natürlich das Swain. Könnten auch für die Nieder 3 gehen. Ich sehe den Brand ein bisschen weird. Ich glaube, ich hätte mir selber den Swain weggenommen.
glaube, ich kann eine Runde auf jeden Fall noch tanken. Ich glaube, ich sollte das nicht mehr verlieren. Ich stelle den Warwick ein bisschen weiter nach vorne, damit der den Garen angreift. Ansonsten kann alles so bleiben. Ludo 3 ist halt disgusting, ne? Ah, Nidatai ist jetzt auch nicht mehr so das Upgrade. Während sich allerdings natürlich trotzdem schön. Die Sage-Ult wird ziemlich deadly. Unser Narr wird nicht ulten. Und unser Swain Summer auch nicht. Ja, da wird es natürlich schwer, ne? Lulu ist auch Dauer-CC'd. Obwohl sie in Yordle ist. Disgusting. Nun gut. Hatte ein bisschen gehofft, dass ich da mehr krieg. Gib den Draven mal das Schild und den Attack Speed statt der Ahri. Swain 2, Swain 3, nee, Swain 2 wäre natürlich super sick. Wieder die Sage, die uns große Probleme macht. Dass der da auch noch Demon drin hat, ist wirklich ein Problem. Wir verlieren das tatsächlich. Ha, Demon ist tatsächlich nochmal ekelhaft, wenn er kommt. Naja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge. Yordle, How to Counter Ranger Knight. See ya.